Wie der und jetzt wieder Satz zu Shadow of the Tomb Raider. Wie macht man es in der Hauptstory weiter? Beziehungsweise, na, macht man nicht. Wie macht man jetzt erstes Mal Monolithen da? Das interessiert mich viel mehr gerade. Das wollte ich eigentlich letztes Mal schon machen. Aber das sind diese Mission dann in dazwischen gekommen. Wir haben jetzt ein Ding, eine schallgedämpfte Pistole dabei. Müssen wir direkt schauen, müssen wir da vorne links, da müssen wir links und dann müssen wir erst wieder rechts. Oder, oh, dieser richtige Tempel. Aha. Genau, wer bist denn du? Die redet einfach nicht. Die hat einfach nicht geredet. Das Material. Ja, ich hätte gerne mit dir geredet, aber du machst deinen Alles Mund voll. Zwar auf, aber. Ich kann nicht mehr tragen. Das kann nicht voll sein. Was ist ein Fass? Oh, nee. Ich sehe schon, okay, da ist wieder irgendwas dann. Basislager. Ah, da kann man so jagen, geht da hinten. Mehr Sprachkenntnisse, immer gut. Das wäre uns wahrscheinlich auch dazu bringen, dass wir noch mit zu dem anderen Monolithen gehen. Also. Man muss dann irgendwo so tiefes Wasser sein, dass man so tauchen kann. Oh. Entschuldigung und danke. Ja, so. Natürlich alles mitnehmen, was geht. Dann gehen wir mal da um. Feier, was da. Das schaut viel nach Bossfight aus da. Stimmt, die soll es ja auch geben, gell? So Bossfights. So, jetzt erstmal aufsammeln. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Was? Schon wieder Monolith, hä? Fortgeschrittene. Ich bin nicht sicher. Der Dialekt ist mir vertraut, aber etwas stimmt nicht. Das ist. Oh, das ist ja. Erstes Ding, dass das so auf fettes Gebiet kommt. Hm. Oh, ich habe ihn noch gar nicht ausprobiert. Okay. Okay, okay. Au, jetzt hätte ich, dass das so viel herumkommt. Ich muss ja da eigentlich. Ja. Lol. Bin da voll abgedriftet. Ich denke, die kommt da zu einer. Wasserstelle, die wir uns dann weiterbringen, aber anscheinend ist es nicht so.
Oh, hinunter müssen wir. Ich bin da in die andere Richtung gegangen, kann das sein? Ja, stimmt. Also nämlich das Wasser nirgends so tief. Dann muss es hier tiefer werden. Found it. Found the place. Ja, gib einer Laura. Ach, da hätte man durch können. Ah, so. Das, oh, das sieht man fast gar nicht. Das ist nicht schlecht. Okay. Gehört, denke ich. Schrotflinten brauchen wir. Ey, das ist schon krass, dass man dafür jetzt Schrotflinten braucht. Ist schon ein bisschen übertrieben, oder nicht? Da ist noch Überlebensversteck. Also, es gibt daran drei Herausforderungen. Eine haben wir schon gemacht. Und auch schon geschafft. Drei Monolithen. So haben wir schon gefunden. Ich glaube, der nächste wird erst viel später kommen. Was ist das? Ein Grab, oder? Ein Krypta ist da, okay. Okay, ah, da ist das nächste. Das sind die fünf Totems. Okay, dann darf ich jetzt mal so. Wir sollten jetzt mal da aufgehen. Schauen wir uns jetzt mal Story weiter an, was da passiert, was wir, beziehungsweise was wir da rausfinden. Ich müsste mir sowieso diese ganzen Wanddinger anschauen. Eventuell können wir dann einen Monolithen schon lesen. Das war natürlich der Jackpot. Aber da haben wir glaube ich nur 4 oder so, die wir uns einzeichnen wollen durch eine Karte, die wir gefunden haben. Das war natürlich dann super. Wie können Sie so fröhlich tratschen, nachdem wir so viel verloren haben? Tut mir leid. Hey, du bist nicht Mariella. Nein, ich... tut mir leid, dass ich gestört habe. Was ist der Händler? Okay. Komm gleich zu dir. Wow. Jonah, hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut, sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Ich bin gleich da, Lara. 50% Hammer. So, dann schauen wir jetzt zu. Bist du an einem Handel interessiert? Schau mal, was hast du? Ich denke, ich was hast du? Okay, also du hast Verbesserung über das 7 Meilen Gurt. Burkos-Stiefel, Munition, Schwarzpulver, Pistolenvisier, Pistolenschalldämpfer. Ausgezeichnete Wahl. Bitte. Viel Spaß. Ausgezeichnete Wahl. Das ist das andere, sonst haben wir mal formen kann. Das Fell. Es war verkaufen. Nett mit dir zu handeln. Immer wieder schön, ne? So.
Dann. Ich kann mir hier diesem Adler-Ding schauen. Adlerfedern. Ich höre, wie sie in der Tiefe rufen. Die Stimmen. Die alten Götter. Vielleicht musst du dich nur ausruhen. Nein. Sieh es dir selbst an. Sieh dir an, wie der Atem der Götter aus dem Schoß der Erde kommt. Und hör auf ihre gequälten Schreie. Das war mir nicht aufgefallen. Wo ist dieser Atem? Ich kann sie aus der Unterwelt rufen hören. Die Stimmen der alten Götter. Das ist ein Grab, okay. Was sag ich mit dem Adler? Ach so, das ist einfach so. Das ist eine Ressource, die man wieder abfarmen kann, oder was? Das ist ja dumm. Okay, was ist da unten? Da ist nichts. Da ist der Händler. Da ist das, da ist das. Okay, dann geht's ab in die Tempel. Viel größer aus. Was hast du gemacht? Die Wand ist über Dovon, oder? X-Chell und Chuck-Chell. Die Zwillinge. Das ist über Mauer, über Enderdorn. Was ist? Lara! Was? Nichts kaputt machen, hat Abby gesagt. Ich mach nichts kaputt. Ich restauriere das Original. Das wollte wohl jemand verstecken. Die Zwillinge werden wieder vereint, bevor sie dem Pfad der Lebenden folgen. Das wurde manipuliert. Genau wie das Ding in Mexiko. Das muss ein Hinweis auf den Tempel des Lebens sein. Geh, ich warte hier. Vielleicht finde ich noch mehr. Klingt gut. Hei, hei, hei. Klar, Alter. Das ist einfach hydraulischer Tempeleingang. Die haben das schon vor 5000 Jahren oder vor länger einfach so baut, dass man einfach eine Schiebetür hat. Jonah, ich hab den Tempel gefunden. Lol. Toll. Verdammt. Trinity ist schon da und sie sprengen sich den Weg frei. Ich versuche ihnen zu folgen. Trinity ist ja nicht so dumm, ne? Ich kenne echt überhaupt nichts. Ja klar, da sind ja Treppen nach oben. Ich glaube, sonst. Wie hat das sonst funktionieren?
Und wer hat der mal mit zurückgehen, ne? Das ist ja die andere Frage wieder. Das ist die andere Frage wieder. Ein Steinabrieb über den Tempel des Todes. Das, was mich mehr nervt, immer noch bloß so kriegen oder so langsam gehen kann durch sowas. Und ich denke so, Oida, warum jetzt ist das mit mir? Ich finde das immer noch, ich möchte das auch unbedingt mal in echt sehen, so ein Tempel. Wenn man sich überlegt, wie alt das ist. Genau wie Pyramiden oder so. Also, nur so. Zeig, was kein Mensch braucht. Außenposten, Status berechnen. Operation Einsamer Wolf läuft, Trucks unterwegs. Warum auf einmal so hektisch? Dr. Dominguez ist hier in Peru. Ist das Grund genug für dich? Ja, Commander, tut mir leid, Sir. Die Drohnen waren unerwartet schwer und scharf, aber das Boot ist okay. Gut, dass du da bist. Wir haben ein Problem. Der Generator schon wieder? Bin dabei. Unter Wasser suchen? Wir sollen überall suchen. Offensichtlich. Operation Einsamer Wolf läuft. Drohnen gestartet. Ich hab satt, für diese Arschlöcher einzubringen. Ich gebe Bescheid, falls Sie was finden. Auf! Mir gefällt das nicht. Interessiert mich eigentlich gar nicht, wer ihr seid. Er hat es einfach irgendwo mit der Stirn bei meiner Arbeit. Ich weiß nicht mehr, wo der nur noch ist. Vorne irgendwo. Wo ist er? War doch nur einer, oder nicht? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Oh. Ein Manifest von Trinity. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Feind in Sicht!
Ein bisschen beruhigen muss sie schon. Ja, hier ist eine Trinity-Basis. Eine Dokumente. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Erstmal Pfeile machen. Bevor wir noch einmal keine Zeit haben. Wir haben genügend Pfeile machen. Schau, setzen wir uns mal kurz her. Wenn Sie hier schau sind, mal, wir haben zwei Fähigkeitspunkte. Das heißt aber, ich bin auf Verlockung der Viper. Stellen Sie Lockpfeile her. Wenn du Minges recht hast, muss ich vor ihm bei der Schatulle sein. Natürlich auch interessant. Aber wir brauchen drei dafür. Okay, dann macht man das mit der Heilung. Ist war doch Feinde, okay. Inventar. Ist ausgewählt. Kann ich da? Kann ich nichts mehr so aufhören, oder? Nö. Okay. Dann lassen wir das so. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Warum riegeln wir eigentlich alles ab? Weil Commander Rourke den Bereich halten will. Keiner darf rein oder raus. Das weiß ich, du Klugscheißer. Aber warum? Das übersteigt meine Besoldung. Vielleicht kann uns nachher das Aufklärungsteam etwas mehr sagen. Es ist fast geschafft. Alle Zugangspunkte und die meisten Barrieren. Wieso ist das jetzt schon wieder so ultra schnell? Wir erleiden Verluste. Also, ich weiß schon ein bisschen Schwachsinn, was da passiert, ne? Oder was? Hier ist doch irgendwas faul, sobald sie den Kopf rausstreckt. Er ist einfach weg. Überhaupt kannst du nicht. War doch nur, oder? Willst du nicht? Wieder nicht blöd. Okay, das Gebiet ist abgeriegelt.
Jetzt müssen wir auf das Aufklärungsteam warten. Findest du das nicht etwas merkwürdig? Es gab unten ein Problem, aber wir schützen uns gegen eine Bedrohung von oben. Alles wie gewohnt. Nee, nee. Falls doch etwas schieflaufen sollte, könnte es fast alles sein. Wir kontrollieren auch den Tempel. Ich weiß nicht. Erst hatten wir Alarmstufe Gelb in einem bekannten Bereich und jetzt haben wir überall Rot. Wir haben auf alles überreagiert seit dieser Stunde. Verdammt, macht Jagd auf uns! Verstanden. Wir finden raus, Herr Rasmus. Mal hier. Boah, was halt schon toll. Aber wenn der Bogen witziger ist. Jonah, Commander Rogue ist hier in Peru. Er hat Trinity befohlen, eine Ausgrabungsstätte unter einer alten Ölquelle abzuriegeln. Ja, ich werde nachsehen, was sie gefunden haben. Kann sie vielleicht bitte den Dolch genommen hat. Sie müssen herausgefunden haben, was der nächste Schritt ist, um die verborgene Stadt zu finden. Okay. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. So. Mir jetzt erst mit Doro aufmachen. Das ist anscheinend. Ah, dann geht's weiter. Oh. Ja, doch, da ist einfach so. Und da geht's weiter. Da irgendwas herum. Das ist eine Schrott. Nö, da ist sonst nichts. Wie es ausschaut. Da ist nochmal Fett oder Öl oder so. Nehmen wir auf alle Fälle mit. Aber ich glaube. Da ist noch ein Dokument, das da immer gerne noch holen. Das wird mal schön nochmal, wo das ist. Irgendwo. Auf der anderen Seite noch. Kann ich da durch? Gut. Natürlich, da habe ich nicht geschaut. War klar, ich konnte da direkt schon Gegner. Da habe ich natürlich nicht mehr umgeschaut, wo das ist oder ob da was ist. Ist einfach so, ne? Genau. Einsatzbericht an. Mit die überhaupt nicht. Da, da, da. Und da hinten geht's. Warte mal, hab ich da? Ja, da hätte ich nur extra weitergekennen, gell? Da habe ich nur eins, zwei. Nur zwei Dinge. Okay. Okay. Schauen wir, dass wir die Halunken nochmal zuvor kommen, endlich mal wieder. Und sie mir vielleicht nicht erwischen lassen. Gelora. War vielleicht mal was. Ich meine nicht wieder so hauruck irgendwie was tust, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Und einmal noch ein Turn. Brennt einfach. Hier hat ein Blutbad stattgefunden. Was ist passiert? Ja, wir sind doch gleich von Trinity, oder nicht? Dr. Dominguez, möglichen Zugangspunkt zum Tempel. Ja, toll. Das hat sich auch richtig rendiert zum Schauen. Lol. Es schaut schon fast aus wie das Baba Yaga versteckte. Im zweiten oder im ersten Teil. Wieder noch Tempel des Todes aus oder so. Okay.
gar nicht so schlecht. Die bunten hat also anders. Lol. Jonah, ich bin jetzt im Tempel. Ich glaube, wir haben hier auch was. Einige Zahlen. Ich überprüfe das. Was brennt da? Brennt Öl. Deswegen. Öl brennt da. Die Zahlen auf den Säulen scheinen Anfänge von Daten zu sein. X-Chell ist links, Chuck-Chell ist rechts. Wenn man schon so einfach bloß rundum dran muss, das finde ich schon wieder so doof. Da kann ich ein Rätsel zum Bau oder so. Vielleicht schaffe ich es, diese Türen zu öffnen. Vielleicht schaffe ich es, diese Türen zu öffnen. Ganz ruhig jetzt. Schaut doch richtig gut aus. Dann drücken wir da einmal rein. Das sind ja eh außerdem mal ein Rätsel. Dann sind wir mit drei. Oh, Jesus. Okay. Aber wie dieses Rätsel gelöst wird, schauen wir uns in der nächsten Folge. Oh, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und wir sehen uns morgen. Also, habe ich die Serie.